Hallo von der Boot in Düsseldorf 2018. Wir sind auf dem Navionics-Stand. Wir haben Herrn Jakob Willemsen von Navionics da und er erzählt uns ein bisschen über Navionics Sonarchart und Sonarchart Live. Hallo. Ich erzähle etwas über Navionics. Navionics-Karten kann man natürlich auch für Plotter verwenden, auch für App. Die Navionics-Karten sind jetzt Plus-Karten, so man hat C-Karten, Sonar-Karten und Community-Edits in einer Karte. Hast du auch am App, ist die gleiche Database, gibt keinen Unterschied zwischen Navionics-Karten auf der App oder Navionics-Karten in Plotter. So, für die Angler sind natürlich die Sonar-Karten wichtig, man hat jede 50 cm eine tiefe Linie. Wie Sie hier oben sehen, hat dat Unterschied. 0,5 Meter Konturdetails, das ist wirklich, wirklich gut, kann man wirklich die Fische finden. Und es geht auf jeder Plotter, geht das. Da haben wir auch noch Sonarchart Live, damit kannst du deine eigene Karte machen. Für Sonarchart Live brauchst du eine Plotter, die dafür zuständig ist. Und man braucht eine Navionics-Karte, waarvan die Freshest Data aktiv ist. So, wenn du das hast, du kaufst eine Navionics-Karte für Leben, die updates für ein Jahr und die Freshest Data-Periode ist das Jahr. Und dann kann man Sonarchart Live machen, gleich in dein Gerät. Das ist wirklich der Hammer. Das ist wirklich, ja, da hast du immer aktuelle Karten, wo du bist in der Welt. Also dann, das funktioniert mit den aktuellen Plottern der verschiedenen Hersteller? Ja, das geht für Plotter von Lorenz, B&G, Simrad und Remarin geht das. Okay. Ja. Brauche ich bei älteren Geräten noch etwas dazu oder geht das nur mit den neueren Geräten? Nein, es geht auch mit älteren Geräten. Wenn das Gerät Wi-Fi hat, dann kann man es auch machen auf dein Tablet oder auf dein Smartphone. Ja. Aber mit deinem Smartphone und deinem Tablet brauchst du wieder die App. So, du brauchst die Karte und die App. Dann kann man auch die Sonarchart Live auf dein Gerät machen. Aber das, mit den neuen Geräten kann man das alles gleich auf Schirm von Plotter machen. Okay. Ja. Wunderbar, vielen Dank für die Kurzzusammenfassung und wir schauen uns noch ein bisschen um. Herzlichen Dank. Weitere Informationen finden Sie unter technikfuerangler.de. Wir sind für Sie da.